Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Clash of Clans. Ja, ich war gerade auf dem Stream vom Zuschauer-LP und da haben ein paar Viewer gesagt, dass es möglich ist, Clash of Clans auf dem Rechner zu spielen mit einem Programm namens BlueStacks. Und das habe ich mir gedownloadet und man sieht, es hat wirklich funktioniert. Ich habe schon einen Account Clash of Clans auf dem Handy, das heißt, ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Aber ich habe jetzt noch meinen zweiten Account, also meinen Google-Account von YouTube benutzt und werde noch, also mich nochmal auf dem Rechner hier registriert und nochmal ein neues Dorf hier errichtet. Und ja, natürlich möchte ich das gerne jetzt mal aufnehmen und dann werde ich dies tun. Vorweg werde ich sagen, ich kann ja jetzt noch keinen Clan gründen, aber ihr könnt mich dann gerne später gerne in einen Clan einladen. Anfangen könnt ihr mir schicken. Ich weiß nicht, irgendwann muss ich mir dann auch einen Namen erstellen. Mal gucken, werden wir es erstmal jetzt hier ein bisschen spielen. So, was sagst du denn? Oh nein, die Koboldhorde. Schnell, schnell eine Kanone auf, um das Dorf zu verteidigen. Okay, machen wir das mal kurz. Hier haben wir die Kanone. Stellen wir die mal irgendwo schick hin. Wo nehmen wir, wo denn am besten? Nochmal mal hier ganz nah ran. Super. Na super, jetzt habe ich gleich meine ganzen... Muss ich die gleich alle ausgeben? Ich möchte die eigentlich nicht ausgeben. Egal. So, jetzt greife ich die Kobolde an. Oh nein. Gleich ganz zwei Stück. Ich glaube es nicht. Doch so viele. Ist ja gleich fast eine ganze Armee, ne? Und da sind sie tot. Wir haben das Dorf auf einer Kraftlinie errichtet. Das bedeutet, dass sich die Kanone mit der Zeit selbst magisch repariert. Oh, Magie. Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Machen wir das mal schnell. Okay, tippen wir mal auf ein freies Gebiet, um deine Truppen hinzuschicken. Also es spielt sich genauso wie auf der App, nur am PC und es sieht sogar noch schicker aus. Und, also es gefällt mir richtig, warum haben sie es nicht gleich für PC rausgebracht? Dann greifen wir die mal an, machen wir es mal genau wie der hier. Komm, wir machen den mal nach. Bam. Na Mist, jetzt lese ich nicht mehr. Bam, bam, bam. Jau. Der hat keine Chance. Terras möchte. Und 1000 Gold und 1000, wie ist das andere Zeug nochmal? 1000 Pink und 1000 Gold, genau. Ich nenne es Pink. Den Namen vergessen. Wow. Wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Okay, machen wir das mal. Indem du einen zweiten Bauarbeiter anheuerst, kannst du an zwei Gebäuden gleichzeitig arbeiten. Dann tun wir das mal. Hier eine Bauhütte für 250, wie heißen die Dinger, Smaragden oder ich weiß nicht, einfach mal hier hin und bam, yes. Elixier ist notwendig, um Truppen zu trainieren, um viele Gebäude zu errichten, okay. Elixier heißt es, jetzt weiß ich es wieder, okay. Du kannst Elixier aus der Kraftlinie im Untergrund pumpen, versuch es mal, okay. Dann hier haben wir Elixier-Sammler, ist das so Sammler? Elixier-Sammler, okay, dann machen wir es mal hier und, oder hier nehmen die Goldmine. Super, und natürlich wieder überspringen. Bauen wir ein Lager. Okay, jetzt noch ein Elixier-Lager. Am besten irgendwo hier hin. Und wenn. Yeah, okay. Mal hier das Gold einsammeln. Die Gräber beseitigen. Kann ich nicht sogar das schon abreißen? Ne, ich bin im Tutorial. Ne, geht nicht, schade. Okay, dann noch ein Goldlager bauen. Das am besten hier daneben hin. Stopp. Beenden. Super. Will er mich wieder angreifen? Häuptling, wir brauchen eine Armee, um mit diesen Kobolden. Ja, jetzt habe ich es fertig zu werden. Bauen wir eine Kaserne. Dann tun wir das. Hier eine Kaserne. Die machen wir mal hier unten hin, neben unser Lager. Oder wie nennt sich das? Feuerlager? Lagerfeuer. Ja, egal. Jetzt beende. Levelaufstieg Stufe 2. Ich glaube, damit bin ich der zweithöchste Spieler auf dem Server. Und jetzt lass uns ein paar Truppen trainieren. Truppen ausbilden hier. Ach, gedrückt halten. Okay. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Angriff. Ja, greifen wir an. Koboldwald. Den vernichten wir. Komm.
Bam, 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 bam. Alle rauf, alle rauf, alle rauf. Tod den Ungläubigen. Keine Chance. Ich hätte eigentlich nicht alle benutzen müssen, aber YOLO. Erst einmal schön das ganze Gold, das Elixier von den Schnorren, die nichts mehr haben. So lange. Schneller gehen. Schneller gehen. Komm, die 100% schaffe ich noch. Oder 100%, so muss das sein. Ich meine, hätte ich im Tutorial keine 100% geschafft, wäre das ja ein bisschen peinlich gewesen. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unserer Geschichte an dich erinnern? Mein Name ist Terra Nigma. Boom! Ja, mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir es uns leisten, das Rathaus zu verbessern. Dann machen wir das mal. Rathaus verbessern, Upgrade für 1000 Gold. Und natürlich muss ich es wieder überspringen. Und als nächstes müssen wir... Was? Herausforderung? Ah, okay. Hier habe ich Herausforderungen, die ich abschließen kann. Habe ich schon irgendeine erledigt? Nein, oder nicht. Die nächste wäre dann hier zum Beispiel... Verbessere den Goldlager auf 2. Gewinne 10 Sterne auf der Kampagnenkarte. Okay. Boss, du weißt offenbar, was du tust. Das ganze Dorf zählt auf dich. Und damit scheint wohl das Tutorial zu Ende zu sein. Dann tun wir hier mal unser Elixier einsammeln. Und das Goldlager ist voll. Das heißt, wir müssten eigentlich mal was bauen. Aber am liebsten würde ich hier seine Quest, die hier, würde ich gerne beenden. Dann würde ich nämlich, ich weiß nicht, wie teuer ist denn das? Wie teuer? Nein, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte wissen bei den Ressourcen. Die Bauhütte, ach, die kostet 500. Oh, ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Auf 500 sparen und noch eine Bauhütte bauen? Oder ausgeben für nichts und wieder nichts? Dann tun wir mal hier... Ach hier, ein paar Leute trainieren, Truppen ausbilden. Hier, ach, gedrückt halten. Genau, super. Dann greifen wir hier... Ah nee, wir haben genug Gold. Ich muss mein Gold ausgeben. Das kostet 4000. Dann die Goldmine ausbauen. Upgrade. Super. Dann machen wir jetzt beenden. Ja, komm, beenden. Goldmine auf Stufe 2, so muss das sein. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich das Goldlager auf Stufe 2. Ja, super. So muss das sein. Stufe 3 erreicht. Und hier diese Quest beendet. Nehmen wir die Belohnung natürlich an. Jetzt habe ich wieder größtes Lager. Es lohnt sich auch ein Angriff, weil hätte ich jetzt Angriff gemacht mit vollem Lager, hätte ich ja keinen Bonus gemacht. Dann greifen wir hier mal die an. Und hier ist die Kanone. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier anklicke, gehe ich dann auf die Kanone rauf. Ja. Ey. Hä? Hab ich... Na, oh, ich bin ein Held. Ah, oh, ich bin ein Held. Ich muss natürlich die auch noch hier abschließen. Ah, ich bin schlau. Ich bin der schlauste schlaue Mensch von Schlauhausen. So, jetzt hier den Angriff. Jetzt aber richtig. So, jetzt hier alle hin. Ja, und noch hier drüben. Ey, auf die Kanone sollte gehen. Blöden Krieger. Jetzt verliere wegen euch. Jetzt wird es einfach auf die Kanone gehen. Dann die ganze Zeit. Auf die Kanone. Nicht ins Haupthaus. Egal, wir machen das. Großartig. Ja, jetzt gehen sie auf die Kanone endlich. Und 100%. 500, 500 und ab nach Hause. Dann auch gleich mal hier das Elixiersammler noch einmal ausbauen. Das will ich mal nicht überspringen. Ja, einen Arbeiter haben wir noch frei. Dann können wir schon mal beginnen, das hier abzureißen. Ich tue einfach alles abreißen, dann bekomme ich sicher ein paar, wie nennen sich die Dinger jetzt hier? Smaragde? Ich weiß es nicht. Wie nennen sich die? Juwelen. Ach, Juwelen heißen die. Okay. Ich möchte schon gerne die 500 Juwelen haben. Und dann irgendwann die Clanburg hier. Ich weiß nicht, kann man mich jetzt schon einladen in den Clan? Ich weiß es nicht. Oder muss ich dafür erst die Clanburg haben? Wahrscheinlich muss ich erst die Clanburg haben. Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ich werde hier ein bisschen spielen im Hintergrund. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich wieder einen Daumen nach oben lassen. Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.